Hey, da bin ich wieder. Immer noch mehr Arena-Kämpfe. Heute gegen Sabrina an einem Sonntagnachmittag. Und dafür müssen wir da runterscrollen bis ganz, ganz weit unten. Da. Sabrina anrufen. Die sagt jetzt, ja, ja, was geht? Gibt's bei dir irgendwas Neues? Jo, ich hätte Zeit für dich. Lust auf ein Rematch? Okay. Und die jetzt am einfachsten von allen, muss man sagen. Weil das ist ihre Arena. Und das ist das Dojo. Also die muss am wenigsten dafür latschen, denke ich mal. So, da steht sie. Achso, ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich irgendjemanden austausche. Egal. Wie vermutet, da bist du. Ich habe vorausgesehen, dass du kommst. Oh, du hast recht. Klar, wir wurden noch verabredet. Oh, wie flach. Gut, ja, ich wollte gucken, ob ich noch jemand anderes als erstes einsetze. Aber jetzt ist es anscheinend Garados und damit lebe ich. Und sie hat grüne Hände. Das ist voll cool. Ich wünschte, ich hätte auch so grüne. Wow, und die setzt direkt einen Simsala an. Ich meine, es ist ein fettes, starkes Pokémon. Gut, Simsala ist schnell und ist stark, das weiß ich. Aber seine Verteidigung ist eigentlich ziemlich für den Arsch. Und das muss ich ausnutzen. Seine normale. Achso, ich kann, er kann nicht länger fliegen. Als ob ein Garados fliegt, man. Ich verstehe ja gar nicht, warum der Flug vom Typ ist. Es kann nicht mehr länger fliegen. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Jetzt kriege ich eine psychokinesische Hoffnung. Einfach, ich überlebe das. Oder, ja, tue ich sogar. Okay, es hat genau 100 abgezogen. Also es ist stark, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, warum der als erstes Erdanziehung gemacht hat. Aber das führt mich zu einem Level-Up. 100 von 200 KP habe ich jetzt. Pantymos als nächstes. Ich glaube, es gefällt mir momentan so. Da ich Attacke Biss habe, wäre natürlich cooler, wenn ich auch Knirscher könnte. Aber was soll's. Donner! Was? Der Hund kann Donner. Ich bin am Arsch. Und ist vor allem noch schneller als ich. Jo, dann bin ich geliefert. Okay, das war gemein. Dann brauche ich am besten jemanden, der Donner halt ein bisschen mehr wegstecken kann. Das ist in diesem Fall Raikou. Ach, mit dem kann ich knirschen, ne? Soweit ich weiß, war sein normaler Angriff eigentlich gar nicht mal so gut. Angriff, Spezialangriff ist okay, etwas höher. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das für alle Psycho-Pokémon gilt, aber ich weiß, viele Psychos haben eine hohe Spezialverteidigung und eine niedrige normale Verteidigung. Das heißt, ich hätte jetzt einfach mal bei Knirscher bleiben. Okay, er setzt Reflektor ein. Erhöht die Verteidigung. Dann mache ich jetzt Spukball. Ist auch sehr effektiv. Ist auch eine hübsche Attacke. Geht auf spezielle Werte. Obwohl ich seine normale Verteidigung einmal gesenkt habe. Ich denke, seht ihr, das ist gut gewesen. Level up? Nein, nicht ganz. Jetzt kommt Siana. Hat auch eine schwache Verteidigung. Das weiß ich noch aus Pokémon Kolosseum-Tagen. Weil Siana sehr schnell down war. Auch wenn er mal viel austeilen konnte. Nach Tara ist das genaue Gegenteil. Sehr effektiv. Jetzt kommen noch Gedankengut. Jetzt geht die Verteidigung auch nochmal hoch. Also beide Verteidigungen, ne? Ne, Spezialangriff, Spezialverteidigung. Oh Mann, der macht es mir echt nicht einfach. Während jetzt noch Reflektor drin sitzt, ist die normale Verteidigung natürlich auch ganz gut hoch. Jetzt mache ich nur sowas hier. Gedankengut. Ach Mann, okay, das ist jetzt ganz schön fies. Der wird jetzt wahrscheinlich Dings haben. Top-Genesung. Das heißt, ich glaube, mittlerweile mache ich auch wieder damit mehr Schaden, auch wenn das gar nicht mal wirklich viel mehr ist. Naja, ich glaube, mit Dings hätte ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Aber jetzt, wenn ich jetzt nochmal die Attacke mache, boah, jetzt macht die Schaden. Ich meine, der Reflektor ist vorbei und ich habe seine Verteidigung gesenkt. Und bam, runter damit. Seht ihr, was das für einen Unterschied macht? Schon krass. Das war's. Also, für Psyana, nicht mit dem Kampf. Es kommen noch ein paar. Ladungsstoß. Ist eine Elektroattacke, ne? 80 speziell. Paralysiert. Ne, das ist wie Donnerblitz so ein bisschen, aber noch ein bisschen schwächer. Also brauche ich das nicht. Jetzt kommt Rosana. Raikou ist echt der schwächste vom Level. Dann bleibe ich auch. Ist Psycho-Eis vom Typ. Deswegen, sonst hätte ich vielleicht noch Tornupto mal reingeworfen. Konzentration auf Donnerblitz. Ich glaube, damit kann sie ja Attacke Donnerblitz ausweichen oder so, aber ich habe eh nicht vor, die einzusetzen. Knirscher macht es. Oh. Die macht sie ja wirklich. Verteidigung geht runter. Abgesammelt.
alle Pokémon gehen 3 Runden kaputt oder so, ne? Ja, okay, kein Problem. Also ich wette, sie setzt jetzt Zockgenesung ein, wird dir aber gar nichts bringen. Okay, macht die gar nicht. Meine Verteidigung ist gesenkt, ich würde die jetzt one-hitten. Okay, das war's. Rosana ist down. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall auswechseln. Wohin genau? Oh, der ist ekelhaft als Gegner. Der macht nämlich immer Attacken wie Spiegel, Cape und Konter und sowas. Alles möchte und Abgesang auch. Das alles drin immer bei dem. Also, ich hasse es wirklich, gegen Wohin genau zu kämpfen. Der kann keine normalen Attacken. Das sieht aus, als hätte der Lippenstift drauf. Ist das so, weil es weiblich ist vielleicht? Vielleicht ist es dann so. Mal sehen, wie viel Schaden ich rausdrücke. Ah, ja, gut. Mehr. Ah, leider nicht ganz. Und Spiegelcap. Ich bin besiegt. Genau davon habe ich geredet. Weil das einfach mal doppelt so viel Schaden immer macht, wie ich ihm gemacht habe. Und ihr habt gesehen, wie ich rausgehauen habe. So, dann wieder Raikou. Mit dem darf ich ja wieder. Und ich vermute mal, jetzt kommt eine Top-Genesung. Das auch. Gut. Boah, weil das Pokémon so viel KP hat, dauert das auch eine Ewigkeit, bis es aufgeladen ist. Und jetzt, wenn ich Schaden mache, dauert das wieder eine Ewigkeit, bis diese KP wieder runtergeht. Also von der Animationsperspektive gesehen, sage ich jetzt mal. So, aber Volltreffer, sehr schön. Das heißt, jetzt hat er gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Und ist down. 2010 Erfahrungspunkte. Und jetzt Galagladi zum Abschluss. Ist Kampf. Ja, ich bleibe mal trotzdem drin. Ist Kampf Psycho. Das heißt, meine Knirschattacke wäre jetzt nur noch neutral. Mich beschleicht eine leise Ahnung, worauf es hier für mich hinausläuft. Also gehen wir wieder auf Spukball zurück. Ich will auch ein Galagladi haben. Das Viech ist voll cool. Ich glaube, ich hatte noch nie eins gehabt. Voll schade eigentlich. Nahkampf. Oh, jetzt kriege ich erstmal Schaden ab. Aber irgendwas geht. Ich glaube, sein Angriff geht davon runter, oder? Wie war das? Verteidigung sinkt. Spezialverteidigung sinkt. Okay, damit macht er es mir nur einfacher. Weil jetzt weiß ich, dass meine Attacke ihn besiegen wird. Yeah! Geilomatico! Tschüss! Alles klar, es ist besiegt. Und der Kampf ist gewonnen! Ah, jetzt verstehe ich. Ja, was denn? Was verstehst du denn, junge Dame? Ich hab's vorausgesehen, dass du wieder anrufen wirst. Ja, ja, du Laberkopf. Lutz. Nee, ich habe jetzt echt keinen Bock ranzugehen, glaube ich. War ein netter Kampf. Also werden wir als nächstes jetzt gegen Pyro kämpfen mit Feuer-Pokémon. Also er hat Feuer-Pokémon. Ich habe auch ein Feuer-Pokémon, aber darum geht's jetzt gar nicht. Egal. Bis gleich. Okay, auf geht's gegen Pyro. Es ist Dienstagnachmittag. Und wenn wir jetzt da runtergescrollt haben, wird er jetzt ganz schön sein Wunder erleben. Ja, gleich sind wir auch schon da. Okay. Der vorletzte meiner Liste. Pyro. Oder Pyro. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Aber ich glaube, ich habe den immer Pyro ausgesprochen. Schon von Kind auf. Also, denke ich mal, ist das schon ganz richtig. Ja, schon. Trotzdem gebe ich an. Ja, klar, Mann. Du lustiger Kerl. Ich glaube, jetzt mache ich mir so Gedanken vorher, wen ich als erstes einsetze. Aber ich glaube, Gardos ist einfach goldrichtig. Ey, sehr schön. Du bist pünktlich. Und ohne weitere Worte kämpfen wir gegen den lustigen alten Mann mit coolen Bart und Hut. Okay, er hat einen Gürtel. Fängt also schon ganz gut an. Und ich habe ein rotes Gardos, aber ich finde das so cool. Bedrohung ist wirkungslos. Na gut, lebe ich halt mit. Also dann, wie viel Schaden mache ich mit Kaskade? Also, Gardos ist ja sehr gut eigentlich auf Angriff ausgelegt. Und Kaskade macht das. Oh, unterstützt das ja, aber nicht ganz gereicht. Jetzt kommt Sonnentag. Das ist fies. Meine Wasserattacken werden jetzt nämlich total geschwächt. Und Top-Genesung. Oh Mann, hätte ich es mal lieber ganz one-hitten können. Dann hätte ich dieses Problem jetzt nicht. Weil jetzt wird es schwierig. Oder schwieriger, das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt mache ich nämlich nur so viel Schaden. Ich
glaube, jetzt werde ich mal Erdbeben versuchen und hoffe einfach mal, dass ich damit ein bisschen mehr Schaden mache. Das ist ja auch sehr effektiv. Und wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus. Damit geht er schon mal kaputt. Okay, 5 Runden geht das, glaube ich, mit dem Sonnenlicht. Jetzt kommt Makago. Bleibe ich drin. Weil Makago hat, glaube ich, eine Vierfachschwäche gegen Wasser und gegen Boden. Weil er halt Gestein und Feuer ist. Das nutze ich einfach mal dreckig aus jetzt. Ist eigentlich auch ein cooles Pokémon. Habe ich nie gehabt. Also ich habe immer Schneckmack gehabt, aber Schneckmack ist so schwach. Und ich hatte nie die Kondition, das wirklich so weit zu trainieren, weil es immer abgenippelt ist und man es einfach nie trainieren konnte. Magbrand jetzt. Okay, das könnte interessant werden. Was habe ich noch so im Boot? Na, ich bleib mal. Ich glaube, Gyarados ist momentan echt die beste Wahl. Also Magbrand ist natürlich voll die Kante. Ich meine, guckt ihn euch mal an. Boah, der kann Donnerblitz. Wieso kann ein scheiß Feuer-Pokémon Donnerblitz, Mann? Ah, ich bin down. Meine einzige Schwäche, sag ich mal. Also meine einzige wirklich fette Schwäche. Und der Typ ist auch wieder 62. Unglaublich. Sonnenlicht lässt nach. Das ist ja schön. Ich habe ja noch Lugia. Der kann ja auch Surfer. Das heißt, das werde ich dann auch mal schamlos für meine Zwecke ausnutzen. Obwohl er Donnerblitz kann. Unfassbar, dieses Viech. Wer sagt es? Okay, Aasflacht ist leider zu wenig. Und jetzt kommt der Konfusstrahl. Das heißt, jetzt kriege ich einen Donnerblitz und batsch mich selber. Das ist natürlich sehr, sehr unproduktiv. Oh, ich batsch mich nicht selber, okay. Das ist, ja, das finde ich gut. Gut, kriege ich Donnerblitz? Ja, war nicht zu erwarten. Ich hoffe nur, mit dem setzt er keinen Top-Genesung ein. Wobei ich denke ja eher schon, dass er das macht. Wow, Volltreffer auch noch, unfassbar. Okay, macht's nicht. Komm, batsch ihn, batsch ihn, batsch ihn, batsch ihn. Ja, Mann. Cool. Ich muss nicht sterben. Das ist gut. Magbrand aber schon. Wow, also man muss sagen, dieses Magbrand hat es ganz schön drauf. Yeah, jetzt habe ich einen. 30 KP, wer sagt's denn? Okay, Hundemon. Wer kämpft gegen Hundemon? Hundemon ist sehr stark. Ich wurde doch mal in der Liga oder so voll von einem genommen, oder? Ich setze einfach mal Raikou ein. Ich meine, das ist neutral. Ich habe jetzt kein Pokémon, was Wasser kann. Okay, natürlich. Dings. Lugia, aber. Lassen wir es mal lieber. Und auch keiner mit Kampfattacken. Okay, doch, ich glaube. Oder? Vielleicht. Ich habe ja gar nicht bei Mewtwo da Ho-Oh geguckt, aber die versuche ich ja möglichst gar nicht mal einzusetzen. Bei dem kommt das Feuer einfach mal aus seinem Ring oder so. Das sieht voll komisch aus. Also ich versuche ja, die nicht kämpfen zu lassen, weil ich versuche ja, die anderen 4 hochzutrainieren. Deswegen, halt, ne, die sind ja schon auf Level 70. So. Im 1 gegen 1 war ich einfach der fettere. Kamerupt. Okay. Ich versuche mal wieder das fast zerstörte Lugia anzusetzen. Ich glaube, dafür wird es noch reichen. Kamerupt ist Boden. Und Feuer, das heißt auch 4-fach Schwäche gegen Wasser. Und dann vielleicht kann ich sie one-hitten, wer weiß. Wobei es, glaube ich, auch ziemlich tanky ist. Ich meine, es sieht danach aus. Weiß man ja gar nicht. Also, es sieht aus wie einer, der viel einstecken kann. Das meine ich damit. Aber Volltreffer und Diskussion beendet direkt. Wunderbar. Oh, ich bin. Bisschen was wieder, das ist gut. Und zum goldenen Abschluss Galopper. Ich bleibe einfach drin. Ich glaube, er kann mich zwar besiegen, aber was soll's. Na, jetzt zeige ich hier, was der Kampfgeist der Höhlenarena bewirken kann. Na gut, mach das mal. Ich hau noch einen letzten Surfer drauf. Oder etwa nicht. Boah, es ist einfach mal noch ein Volltreffer gewesen. Boom, yes. Leck mich fett, das war geil. Und, ja, okay, ich krieg KP wieder, ist jetzt eigentlich auch scheißegal. Ich habe gewonnen. Das ist ziemlich geil. Ja, an Geisteskraft hat's mir nicht gemangelt. Schade. Tschüss.
Du Drecksack. Ey, was sagst du da? Solange Reese Dojo in Verfügung steht, muss ich gar keine neue Arena bauen. Das glaubst du auch nur du. Nur du, ja. Das habe ich versucht zu sagen. Gut, dann wären wir jetzt am Ende angelangt. Beim nächsten Mal kommt der letzte Kampf gegen Blau und ich glaube, der sollte auch ziemlich hart werden. Denke ich mal. Ich meine, das ist der letzte. Und das ist ein Rematch und so, ne? Also, ich bin selber sehr gespannt darauf. Also, bis zum nächsten Mal.